Willkommen zurück zu meinem Let's Play Edna bricht aus. Das ist bereits das 10. und wir sind eigentlich schon relativ weit. Das letzte Mal sind wir etwas angestanden am Ende. Irgendwie haben wir es nicht geschafft, dass das Betttuch von Hoti und Moti am Boden der Wäschekammer landet. Ich wusste zwar, man muss es dreckig machen, aber ich war mir echt nicht mehr sicher, wie man das macht. Und im Nachhinein betrachtet, ich habe dann ein wenig darüber nachgedacht und ich weiß, man muss es dreckig machen und damals hatte ich auch Chips dabei. Und um ehrlich zu sein, ich habe mich jetzt gerade noch ein wenig umgeschaut hier in der Gegend. Es gibt nämlich eine Funktion, die kann man anwenden. Wenn man auf Space drückt, sieht man alles, was hier gibt. Und was man möglicherweise noch nicht angefasst hat. Und hier bei Peter und Petra am Klo, wenn wir das machen, sehen wir, haben wir hier an dieser Stelle noch Chips. Ich wusste, dass wir Chips hatten. Tja, diese Chips werden wir mal ansprechen. Wenn der Kuchen spricht, haben die Krümel Pause. Oh. Ja, nehmen wir die Chips einmal. Okay. Wir haben Chips. Yay. Schauen wir, was Captain Unbrauchbar dazu sagt. In diesem Bild muss Captain Unbrauchbar eine Tüte Chips essen, ohne dabei Dr. Yo zu wecken. Unerwartet. Okay. Schauen wir mal, was der Bienenmann zu den Chips sagt. Ich zeig ab jetzt alles dem Bienenmann, bevor ich irgendwie was Dummes mache. Möchtest du Chips? Nein. Ich bin so schon durstig genug. Oh. Der Arme. Ich habe keine stichhaltigen Beweise gegen ihn. Ah, okay, das hatten wir schon. Mal schauen, ob der Barmann die Chips will. Das ist jetzt hell. Weißt du, was in deiner Bar fehlt? Knabberkram. Irrtum. Ich habe alles da. Okay. Hier sind Kellerasseln. Oh. Dann habe ich Schweinefüße und... Ugh. Oh, hier. Besonders lecker. Ausgefallene Milchzähne. Oh. Willst du was? Okay. Das war gruselig. Wir werden es auf jeden Fall nicht nochmal versuchen. Gut. Versuchen wir jetzt mit den Chips die Bettdecke noch etwas ekeliger zu machen. Vielleicht funktioniert das ja. Hm, vielleicht können wir mit den Chips auch den armen, verzweifelten Typen da hinten beruhigen. Oh, der macht seltsame Geräusche. Macht er jedes Mal andere Geräusche? Ja, offensichtlich schon. Ja, cool. Wirklich für jedes einen anderen Geräusch gemacht. Ist ja scharf. Kann ich ihn rot machen? Wow. Er wiederholt sich. Na gut. Bahnsteig darf nicht gegessen werden. Okay. Ich mache es eh nicht. Bum, bum, bum. Da kommt der nächste Ausgang. Das ist gut, da will ich eh raus.
Da, da liegt die Bettdecke noch. Ist das arg? Hey, die Betten wurden ja gar nicht gemacht. Ich muss wohl härtere Geschütze auffahren. Ha, sie sagt einem das sogar. Ist das cool, dass man noch nicht alles drauf getan hat. Na dann, versuchen wir es mal mit den Chips. Im Bett darf man aber keine Chips essen. Oh, die Chips sind weg. Wir haben sie wirklich ganz aufgebraucht. Schau dir was an. Das heißt, wir mussten sie wirklich holen. Aber es macht irgendwie Sinn, weil sowohl den Stift als auch die Senf und Ketchup findet man draußen. Wenn man von den Stiegen runterkommt und direkt in die eine Tür reingeht, wo man gefangen wird, hat man keine Möglichkeit, diese drei Sachen zu kriegen. Auch nicht die Gabel oder das Messer, mit dem ich das gemacht habe. Das heißt, im Endeffekt musste es irgendwas da oben geben, das man verwenden kann, um die Bettdecke wegzukriegen. Und die Chips sind das Einzige, was ich in der ihren Abteilung geholt habe. Macht Sinn. Ach, schade, wir hätten die Chips vorher noch der Schlange zeigen können. Ich hätte gern gewusst, was Harvey für einen Plan gegen die Schlange gehabt hätte. Entschuldigung, jetzt bin ich müde. Ist ja noch da die Bettdecke? Hey, die Betten wurden ja gar nicht gemacht. Also, ich muss wohl härtere Geschütze auffahren. Noch härter? Das hoffe ich nicht. Also ich hoffe nicht, dass ich noch was vergessen habe. Egal. Vielleicht muss ich ganz rausgehen in einen anderen Raum dazwischen. Oder vielleicht sollten wir nochmal Harvey mit der Bettdecke. Das machen wir. Was Harvey dazu sagt. Vielleicht. Oh. Ha! Sie ist weg! Sie ist weg! Wir haben es geschafft. Wir sind so gut. Die Chips haben es gebracht. Hallo, gehst du raus? Gut, aber jetzt können wir raus. Ich weiß gar nicht, was müssen wir draußen noch machen? Und los geht's! Ich weiß gar nicht, warum ich raus will. Warum will ich raus? Einfach, weil ich es kann. Na, irgendwas müssen wir jetzt draußen machen. Da kommt der nächste Ausgang. Ah, hier kriegen wir noch einen Dings, noch einen... Ha! Das haben wir gut gemacht. Sieh mal, Harvey, Wäsche. Sind das lustige Faschingskostüme? Nein, es sind diese unpersönlichen Krankenhausnachthemden. Dann lass uns weitersuchen. Wir haben hier einen Kleiderbügel. Na komm, red mit dem Kleiderbügel. Du kannst nicht ewig die Nummer 1 bleiben. Nehmen wir die Nummer 1. Harvey, was sagst du dazu? Ein Holzbeinhalter. Aber wo ist das Holzbein? Oh, das kennen wir schon. Das ist ja Herr Mantel. Das ist aber arg. Wir haben ihm seinen Kleiderbügel weggenommen. Herr Mantel? Er hört mich nicht. Nein, ich mag mein schmutziges Vokabular. Was sagt Herr Harvey zum Mantel? Guck mal, Harvey, das ist doch Herr Mantel. Ich finde, er übertreibt mit seiner Reinlichkeit. Das hast du auch schon mal über Nilpferde gesagt. Die baden ja auch den ganzen Tag. Das stimmt, da hat er nicht ganz unrecht. Okay, dann auf mit uns. Ach ja,
Da haben wir etwas noch nicht gemacht. Das müssen wir wahrscheinlich tun. Wir haben ja oben die... Jetzt kennen wir ja die ganzen Irren. Jetzt könnten wir uns mal die Akten von den Irren anschauen. Mal sehen. Wieder nur Akten. Hey, das sieht brauchbar aus. Da ist ein Register mit den aktuellen Insassen. Oh, daneben steht, wo ich die entsprechenden Krankenakten finden kann. Das ist ein gut. Ein paar von den Namen kommen mir bekannt vor. Mhm. Eigentlich finde ich ja nichts langweiliger als Akten. Aber in fremden Krankenakten zu schnüffeln ist so herrlich verboten. Also, wessen Krankengeschichte gucke ich mir an? Den Mann im Bienenkostüm. Das soll eine Krankenakte sein? Das weiß ich nicht. Name? Der Mann mit dem Bienenkostüm. Okay. Erstes Haustier? Ein schwarzes Pony. Besonderheiten? Wurde beim Sportunterricht immer als erstes ausgewählt. Und mehr steht hier nicht. Okay. Schwarzes Pony? Erste im Sportunterricht. Na gut. Was sagt sie denn zu Adrian? Das soll eine Krankenakte sein? Ich zitiere. Name Adrian, König des Aufenthaltsraums. Erstes Haustier, eine rote Katze. Besonderheiten, eine rote Katze. Wurde beim Sportunterricht immer als zweites ausgewählt. Okay. Und mehr steht hier nicht. Ich glaube, wir müssen uns diese Dinger merken. Ich habe mir jetzt nicht zum Schreiben genommen. Na gut, ist wurscht. Wir machen es dann vielleicht zufällig. Troggelbecher. Das soll eine Krankenakte sein? Ich zitiere. Name Troggelbecher. Erstes Haustier, ein grüner Hund. Besonderheiten, wurde beim Sportunterricht immer als drittes ausgewählt. Und mehr steht hier nicht. Okay. Ah, ich weiß schon, was wir da draußen machen können. Ich bin so dumm. Peter. Das soll eine Krankenakte sein? Ja. Ich zitiere. Name? Peter. Erstes Haustier? Ein blauer Goldfisch. Blauer Besonderheiten? Fisch. Wurde beim Sportunterricht immer als vorletztes ausgewählt. Okay. Und mehr steht hier nicht. Habt ihr euch gemerkt, an welcher Stelle Adrian gewählt wurde? Okay, ja. Jeder, der das sieht, soll das dann unten wieder reinschreiben. Ich kann mir das Video danach anschauen, wenn ich das nächste Mal versuche, die Szene zu lösen, wo ich das dann brauche. Ich bin mir sowieso nicht ganz sicher, ob man das braucht, was man da hört. Weil man sagt dann irgendwas dort. Hoti. Wieso Hoti? Wieso nicht Moti? Name Hoti. Erstes Haustier? Eine gelbe Ratte. Na schon. Besonderheiten? Wurde beim Sportunterricht immer als letztes ausgewählt. Oh, der Arme. Und mehr steht hier nicht. So wie ich. Na gut. Das bringt nichts, aber ich weiß jetzt wieder, wir haben nämlich von drinnen etwas gebraucht, was wir dann oben verwenden können. Oder? Ich glaube, da haben wir gar nicht nach drinnen müssen. Was sagst du mit der Pinnwand? Guck mal, Harvey, eine Pinnwand! Yippie! Meine Drittlieblingswände. Gleich nach Vorwänden und Einwänden. Oh, ich glaube, das hatten wir schon mal. Gehen wir gleich vor. Wir müssen nicht durch den Speisesaal. Weiß, wo wir hin müssen. Wir müssen zu Dr. Marcel ins Büro. Sind wir da schon richtig? Außerdem müssen wir die Antenne umstellen, dass dieser Typ hier nicht mehr fernschauen kann.
Harvey guckt am liebsten Filme über Ponys. Über fleischfressende Zombie-Ponys. Hm. Schade, dass nur ich ihn hören kann. Er ist so niedlich, wenn er über Ponys redet. Oh, okay. Ich sehe gerade, ich habe da das Licht aufgedreht. Da war es vorher nicht. Das sieht man hier. Ist das cool? Was sind das für Räume? Mal genau schauen. Das ist die Bar, oder? Und das da ist der Raum mit dem Wahnsinnigen. Okay. Wisst ihr schon, wie man das Rätsel löst? Hä? Hä? Wisst ihr es schon? Wisst ihr es schon? Wahrscheinlich nicht. Wie auch. Hallo? So. Zu Stiesel werden wir natürlich nicht reingehen. Den haben wir eingesperrt. Hahaha, Stiesel. Was hast du jetzt davon? Aber wir haben jetzt ein paar Dinge, die wir hier im Raum verwenden können. Die wir noch nicht verwendet haben. Das ist gut. Ein Schreibtisch aus feinsten Hölzern. Leider liegen hier keine Dokumente über Dr. Marcells Machenschaften herum. Ich wüsste zu gern, was er vorhat. Ich auch. Harvey, was sagst du zum Schreibtisch? Sieh nur, Harvey. Dr. Marcells Schreibtisch. Lass uns auf die Schreibfläche pupsen. Hm. Ah, da ist eine Schublade. Eine finnische Hartholzschublade mit Blattgoldintarsien. Wo siehst du denn sowas? Das ist nur schnöde Buche. Gerade war der Spieler beeindruckt. Das ist gut. Okay. Benutzen wir sie. Zu. Das macht mich rasend. Na dann. Poloschläger. Ich bräuchte eher was Spitzes, um sie aufzubrechen. Das ist gut. Sie gibt einem den richtigen Hinweis. Ein Messer. Ja. Damit komme ich in den Spalt zwischen Kommode und Schublade. Mit etwas Glück? Na, wer sagt's denn? Na dann. Da ist ein alter Schlüssel in der Schublade. Das ist gut. Den nehme ich lieber mit. Wenn Dr. Marcel ihn in einer verschlossenen Schublade aufbewahrt, muss der wohl wichtig sein. Sie hat nicht ganz Unrecht. Erinnert dich dieser Schlüssel an etwas, Harvey? Das nicht. Aber er weckt meinen Ehrgeiz. Irgendwo in diesem Haus gibt es noch eine weitere verschlossene Tür. Wir werden sie finden. Wir wissen sogar schon, wo sie ist. Wir haben sie schon gesehen. Aber zuerst gehen wir mal darauf, weil wir wollen mal kurz aufs Dach. Denn... Hallo Stiesel. Ha, hier haben wir nämlich die Antenne. Gleichzeitig ganz in der Nähe. Sehen Sie nun einen weiteren spannenden Beitrag über Menschen mit großen... Was zum Kuckuck? Hihihihi, geschafft. Schon wieder. Warum haben wir hier auch kein Kabelfernsehen? Was soll's? Muss ich halt wieder die bekloppten Show gucken. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, okay. Also es tut mir leid, ich habe das jetzt etwas durchgespielt so schnell. Aber das musste jetzt mal sein. Noch irgendwas dreckig machen hier? Ich hoffe es doch.
das ist immerhin der Raum von Dr. Marcel. Wir hassen Dr. Marcel. Der wird sich wundern, wenn er sich setzt. Oh. Sehr gut. Noch kann ich den Doktor nicht verhaften. Hm. Ich muss noch mehr Beweise sammeln. Okay. Wir können jetzt eine weitere Tür öffnen. Die Leute, die mir aufmerksam gefolgt sind, werden wissen, wo es noch eine Tür gibt, in die wir nicht hineinkommen. Und zwar noch einen Stock tiefer. Wir hatten da den Raum mit den seltsamen Elektrogeräten und hier hatten wir noch einen Raum, den wir nicht aufgekriegt haben. Mal sehen. Wow, das hat geklappt. Mhm. Wir sind einfach gut. Das war die einzige Tür, die wir noch nicht aufmachen konnten hier im Haus. Es musste also so sein. Also außer die Ausgangstüren, die wird sie wohl kaum aufsperren. Okay, gruselig. Dieser Raum ist gruselig, meine Freunde, und wir werden hier einige Sachen ausprobieren. Alfred war sehr ungeschickt mit diesem Drachen. Die Briefkastenfresse war insgesamt sehr ungeschickt. Okay, wir haben hier ein Porträt, das mich anschaut. Ich schaue das Porträt mal an. Ich kann mich vage an Alfred erinnern. Zugegeben, er war ein schrecklich nerviger Dummbeutel. Aber dass er jetzt tot sein soll? Edna? Edna? Der Typ war ein Kotzbrocken, Edna. Ich weiß. Er war ein Ekel. Ich weiß. Er war nicht auszustehen. Ein Idiot. Ein Popanz. Ein pickliges Magengeschwür. Eine Eiterbeule. Ein Dummbrot. Vollpfosten. Arschnase. Tranbacke. Kacktüten, Hirnkummer, schwanzäugiger Kotfressen, Vollhonko. Edna! Ich vermisse ihn. Ich weiß. Oh. Dr. Marcel wird dafür bezahlen. Du meinst, er hat damit was zu tun? Sieh dich um. Es ist offensichtlich, dass der Typ gestört ist. Irgendwo in meinem Hirn ist die Info versteckt, was damals wirklich passiert ist. Darum will Dr. Marcel meine Erinnerung löschen. Mhm. Und dann schiebt er es auch noch meinem Vater in die Schuhe. Wir finden das fehlende Puzzlestück, Edna. Ich verspreche es dir. Mhm. Ach, Alfred, was ist nur passiert? Ah, Edna, Edna, Edna! Was? Du kleine Mistkröte! Ich bring dich um! Oh, ich meine natürlich, wenn du nicht sofort wärst. Okay. Das klappt so nicht. Wieso nicht? Das klappt so nicht. Interessant. Na gut, warte mal, wir haben hier noch Fotos. Sehen wir mal die Fotos an. Das ist Alfred bei seinem Ballettunterricht. Okay. Er sah in dem Kostüm nicht nur bescheuert aus, er bewegte sich auch noch so grazil wie ein Klumpen Kartoffelbrei. Er war schon ein selten dämlicher Idiot. Okay. Nein. Niemand hat das Recht, Erinnerungen zu zerstören. Und was ist mit Erinnerung einen Bart malen? Erinnerst du dich an Alfred? An den Grinsefrosch? Wie könnte ich den verdrängen? Dann lass uns in die Vergangenheit tempomorphen. Ja, gute Idee. Yippie, es geht wieder los. Was ist? Wo bleibt das Fade-out? Ich weiß auch nicht. Irgendetwas blockiert die Erinnerung an Alfred. Merkwürdig. Lass uns einfach weiter umsehen. Bestimmt finden wir noch eine Erinnerung, bei der es klappt. Okay, was sagst du eigentlich zum Drachen? Weckt dieser Drache nicht Erinnerungen, Harvey?
Nichts Konkretes. Lass uns weitersuchen. Echt jetzt? Der Wind ist ungünstig. Nein, niemand hat das Recht, Erinnerungen zu zerstören. Okay, ich fürchte, hier werden wir nichts zerstören können. Und was ist mit der Kante von Erinnerung ein pittoreskes Muster verleihen? Nein. Okay. Aber zumindest Harvey möchte Sachen zerstören. Alfred hatte dieses tolle Fahrrad von seinem Vater bekommen. Ich hatte nur eins vom Sperrmüll. Okay. Sieh mal, Edna, Edna, wie ich fahre. Lässt du mich auch mal fahren, Alfred? Sieh doch, Edna, Bremsspuren. Ich will auch nur ganz kurz fahren. Sieh doch, Edna, freihändig. Okay, aber definitiv kein angenehmer Zeitgenosse. Erinnert dich das an etwas, Harvey? Nur, dass uns die Hamsterbacke nie hat fahren lassen. Aber das hilft uns wohl kaum weiter. Sehen wir uns noch etwas um. Bestimmt finden wir noch eine nützliche Erinnerung. Hey, hier gibt's Milchzähne. Krank. Der Mund dazu fehlt. Das ist nicht ganz unrecht. Was hältst du davon, Harvey? Es ist unhygienisch, es ist eklig. Und es gefällt mir trotzdem nicht. Bin ich etwa krank? Okay. Und da soll der ganze Alfred drin sein? Der Mensch besteht zu 90% aus Wasser, Edna. Nein, das stimmt nicht weniger. Und angedenk Alfreds Kopf erhöhe ich auf 98%. Guck mal, Harvey. Alfreds Urne. Eine Urne für die Unke. Du weinst doch nicht etwa um den Grinsefrosch? Nein, natürlich nicht. No. Hallo? Jemand zu Hause? Na, wer wohl? Alfred! Der ist gruselig. Wenn ich einen Abdruck von Dr. Marcells Kniescheibe bräuchte... Nee, das riecht nach Dr. Marcells Aftershave. Na, okay. Was hältst du davon, Harvey? Dr. Marcel scheint hier regelmäßig zu knien. Das letzte Mal kann nicht lange her sein. Die Kerzen brennen noch. Hey, gut geschlussfolgert. In diesem Bild wärmt Captain Unbrauchbar sein Dinkelspelzkissen im Ofen vor. Okay. Auf diesem Bild versucht Captain Unbrauchbar, sich an die Telefonnummer vom Tiefpater Cave zu erinnern. Sicher? Auf diesem Bild versucht Captain Unbrauchbar, sich an die Telefonnummer vom Tiefpater Cave zu erinnern. Okay. Das klappt so nicht. Was sagst du? Der will nichts mehr lesen. Er stand sowieso auf Lehrbücher. Das gibt's noch andere Fotos. Alfred war schon als Baby hässlich. Hey, Baby Alfred! Baby Alfred will Brei will Brei! Dein Ballettkostüm ist peinlich, Alfred. Sieh nur, Edna, ich tanze! Alfred hat einen Schneemann gebaut. Hat der Schneemann etwa eine Krawatte? Oh Mann, Alfred, du bist so ein Vollhonko. Na, Breitmaul-Dämlack, bist du stolz auf deinen Schneebeamten? Let's build a snowman. Snowman building is fun. We can name him Bob. Or we can name him Sean. Oh Gott. We can build him tall. We can build him not so tall. Snowman. Okay. Erinnerst du dich an Alfred? Das schon.
Aber etwas blockiert die Erinnerung, sodass ich uns nicht tempomorphen kann. Vielleicht finden wir noch was anderes. Gut, Hausaufgaben, Putzi, Murmelglas, Jojo und Auto. Putzi ist noch lustig und danach mache ich für heute Schluss, weil eins von den anderen Dingen wird uns zurück tempomorphen. Das ist ja Putzi. Harvey konnte Putzi nie leiden. Putzi muss Harvey. Putzi muss Harvey ist das vernichten. Cool? Ach ja, immer noch der alte Putzi. Immer noch der alte Putzi. Hallo Putzi. Putzi muss Harvey töten. Putzi muss Harvey vernichten. Ach ja, immer noch der alte Putzi. Komm schon, Harvey. Sieh doch nur, Harvey, der gute alte Putzi. Oh. Wie lieb die beiden spielen. Fast wie früher. Kann ich ihm noch was anderes zeigen? Keine Ahnung, eine Gabel. Lass das. Okay, ich lasse es. Gib Schere an, Putzi. Nein, tu's nicht! Okay. Haben wir es ihm gegeben, dann? Lass das. Oh, Putzi sei nicht sein Spielverderber mit seinem Topf. Lass das. Poloschläger? Gib Poloschläger an Putzi. Nein, tu es nicht. Okay, Herrschaften, wir werden an dieser Stelle wieder abbrechen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es heißt, wir tempomorphen zurück in eine bessere Zeit. Bis dann. Tschüss und ciao, ciao.